Hallo, ich grüße euch zum neuen Teil 37c. Wir haben heute relativ viel vor, es kann sein, es werden zwei Teile, mal gucken. Inzwischen ist mein bestelltes Video rein, das habe ich ja schon mal in die Kamera gehalten. Fuga del Futuro, nehmen wir an, dass das Italienisch richtig ausgesprochen ist, mit Matthew Broderick und Helen Hunt. Ich bin ja nur Helen Hunt-Fan, ja. Aber es geht mir nicht um die Schauspieler, sondern um den Inhalt des Films. Und zwar werden hier in dem Video Affen trainiert, Flugzeuge zu fliegen. Und zwar in eine nukleare Katastrophe, um zu testen, welche Strahlung halten die Piloten aus, bis sie sterben. Und dass sie also da nur keine Menschen verwenden wollen, hat also die US Air Force tatsächlich, das wurde auch in dem Film erklärt, so ein Militärprojekt gemacht und hat das auch wirklich in real ausprobiert. Jetzt ist die Frage, was ist denn nun aus dem Projekt geworden? Ich würde behaupten, wir haben heute eine Fortsetzung dessen. Also der ganze Drohnenkrieg ist im Prinzip eine Fortsetzung. Mit dem Unterschied, dort wurden also die Waffen, die Affen in ein künstliches Flugzeug gesetzt, dahinter ein Atomreaktor und wurden da bestrahlt. Und dann hat man sozusagen gemessen, wie lange die noch das Flugzeug steuern können. So. Und heute ist es ja ähnlich. Wir haben nur eine kleine Änderung in der ganzen Geschichte. Wir haben im Prinzip den Drohnenkrieg von Rammstein aus. Die Piloten wurden gegen Menschen ersetzt. Und wenn die wirklich den atomaren Erstschlag führen würden oder auch beantworten würden, dann würde natürlich dort in Rammstein eine Atomrakete landen, sage ich mal, ne? Treffen. Weil das ist ja auch, sagen wir mal, der angegriffene Staat weiß natürlich, wo die herkommen. So, und da wird natürlich dann dort eine Atomexplosion sehr wahrscheinlich sein. Und dann ist die Frage, welchen Unterschied hat dann der Drohnenkrieg von Rammstein aus mit dem Film? Da ist nicht viel Unterschied, außer dass die Piloten gegen die Affen gegen echte Piloten ersetzt werden. Der Atomschlag ist der gleiche. Die Fernsteuerung ist dazwischen, aber das ist ja dort auch. Ja, und dann kann man sich vorstellen, warum dieses Video nicht mehr am Handel ist. Und vielleicht solltet ihr euch beeilen, dass ihr es überhaupt noch kriegt. So, und das Video gibt es eben nur in italienischer Sprache. Und ich zeige euch jetzt, wie das umgebaut wird. Also ihr tut euren DVD-Player starten in das Menü. Ich gucke mal, ob ich es hier am Video mal live zeigen kann. Ich muss mal gucken, wie meine Maus hier noch funktioniert. Die hat sich hier gerade ins Nirvana verabschiedet. Macht aber nichts, kriegen wir auch so hin. Also Medien, ja, Medium öffnen. Ne? Gehen wir hier rein, machen Wiedergabe. Und da wird die DVD geladen. Ich hoffe auch, dass es jetzt funktioniert. Das ist sonst immer so ein Vorführeffekt. Ja, will er nicht. Warum nicht? Ja, muss gehen. DVD ist drin. Nochmal. Ah ja, doch, will. Er lädt. Sollte also jetzt gleich passieren. Ich sehe bloß noch kein Licht im DVD-Laufwerk. Da ist noch Ruhe. Gut. Ja, wenn es sich dann meldet, kümmern wir uns drum. Wir lassen erstmal hier den Rechner die DVD laden. So, nächste Geschichte. Wir hatten heute viel Spaß bei Facebook. Da wurde nämlich eine neue Sau durchgetrieben. Der Einstieg war eigentlich ein anderer, nämlich dass. Jetzt ist mir gerade der Player abgestürzt. Ne, läuft noch. Ja, dann mach mal los hier in der Zwischenzeit. Da kann ich inzwischen erklären. Facebook, ja, gut. Ich mache erstmal das, ja genau, wir haben es. So, ihr seht ja hier hinten die Kapiteleinstellung. Und da geht ihr hier dann auf Audio. Moment, ob ich es mal zeigen kann hier. Ja, Audio. Und dann ist hier der dritte, ist der deutsche. Ja? So, und dann hier unten drauf, Film los. Dauert einen Moment. Ja, geht dann hier los. Und dann kommt die interessante Einblendung. Die sehen wir gleich. Ich halte den Film dann mal an. Mal sehen. Genau. Also, ist in Englisch. Mal sehen, ob wir das jetzt genau treffen. Und das Verhalten von Piloten unter Kriegsbedingungen vor. Genau. Also. Ja, ich glaube mal, ich kann es ja laufen lassen. Ist hier sagen zu können, hat das Militär Programme entwickelt, die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit zu testen.
Der folgende Film entstand nach tatsächlich durchgeführten Experimenten der US Air Force. Gut, also wenn ihr das jetzt gehört habt, also der Film ist nach realen militärischen Experimenten nachgestellt. Gut, das Thema ist jetzt durch. Nächste Geschichte. Also, wir haben eine sehr lustige Geschichte inzwischen. Mal gucken, ob ich das gleich jetzt hier mit meiner Maus hinkriege. Die macht nämlich hier gerade mir Ärger. Ich muss noch mal umstöpseln. Oder ich ziehe das DVD-Laufwerk mal ab, weil wir haben ja jetzt das Ding gesehen. Kann ich euch nur empfehlen, hier solche Laufwerke, die an Notebook angesteckt werden kann. Wenn das interne Laufwerk mal kaputt ist, ist es kein Problem, so ein externes zu ersetzen. Wenn man das interne vom Notebook nimmt, ist es ganz schnell so, dass es dann keine Ersatzteile gibt. Deswegen der Tipp, besorgt euch so eine externe, dann gibt es keine Probleme. Geht meine Maus? Ja, die Maus geht wieder. So, fangen wir an. Erster Spaß ist der Lattenschuss Reichsstaat, Bundesstaat Sachsen. Ich schieb's euch mal auf den Monitor. So. Also, was ist hier los mit dem Ding? Also, Notregierung des Bundesstaates, Freistaates Sachsen. Na wie denn nun? Entweder Bundesstaat oder Freistaat. B, das geht nicht. Ne? Also, Bundesstaat Sachsen ist das Königreich Sachsen, weil es gilt der Rechtsstand vom 28.10.1918, 0 Uhr. An dem da aus der Putsch passiert und dann ist die ganze Freistaatenscheiße entstanden. So, da haben die Freimaurer im Prinzip, die den Putsch gegen österreich-ungarische Monarchie angefangen haben, was zum Ersten Weltkrieg geführt hat und dann natürlich Deutschland als Bündnispartner reingezogen hat. Und die Ursache ist Freimaurerei. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Freimaurerei und die also heute durch die Weimarer Republik und durch die Bundesrepublik fortgeführt haben. Und wer ja, zur Demo damit rumrennt, da hat irgendwie in der Geschichte was nicht verstanden. Ja. Bundesstaat Freistaat Sachsen ist noch eine viel fiesere Geschichte, weil die Leute werden glauben gemacht, wenn sie das unterstützen, dass sie damit zurück in die Bundesstaatenangehörigkeit kommen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wir landen hier wieder in der Weimarer Republik. Ihr müsst bedenken, dass also Leute, die Sollbruchstellen in solche Konzepte einbauen, genau wissen, was sie tun. Und ich werde das gleich aufdecken, wer hier dahinter steckt. Ich habe nämlich jetzt einen Fall, gestern war ich ein bisschen in Stress und habe auch das Formular für die Personalausweisabgabe wahrscheinlich oder zwei oder drei Rechtschreibfehler drin. Die werde ich natürlich heute korrigieren. Und ihr kennt Rechtschreibfehler immer auch in meinem Facebook-Account, also Uwe Knietsch bei Facebook, könnt ihr dann im Chat unten die Rechtschreibfehler eintippen und die tue ich dann sofort korrigieren. Also das ist gar kein Problem. Außerdem info@jonacast.com könnt ihr alles melden, was euch nicht gefällt oder wo ihr Verbesserungsvorschläge. Auch dort könnt ihr Änderungen anbringen, aber dort ist ein sehr hoher Traffic, weil ja alle Videoveröffentlichungen von die ich abonniert habe, natürlich dort auch aufschlagen. Also wenn Russa.tt oder so Videos veröffentlicht, kommt das natürlich dort an. Das ist sehr hoher Traffic. Ihr müsst dann ein bisschen Zeit haben, dass ich das durchgehen, ne, kann. Da brauche ich auch Zeit. So, weiter. Das Autokennzeichen ist alles uninteressant. Entscheidend ist, dass die Leute, die kurz vorm Ziel stehen, ihr müsst euch immer vorstellen, ihr sucht wie die Blinden in irgendeinem Raum und einer sagt immer heiß, kalt. Und die sind fast dran. Die haben den Bund schon erkannt. Die Verweserwahl, die ist in greifbarer Nähe. So, und da sagt er heiß, kalt, heiß, kalt. Und dann läuft er aber in die falsche Richtung los, weil er eben ja, zu spät merkt. Und alle hinterher und finden es nicht. Ja? Also die werden sozusagen durch eine Sollbruchstelle weggefangen, kurz bevor sie das Ding finden. So, und gefunden haben, wenn jeder begriffen hat, dass er die Bundesstaatenangehörigkeit braucht und durch eine, also durch erstmal durch Gründung der Wahlkommission, dann durch richtige Einsetzung erstmal in einer notstandsrechtlichen Wahl, um erstmal einen regionalen Verweser zu wählen. Das ist also der zweite Schritt. Der regionale Verweser muss erstmal sehen, dass er die Unterlagen der Wahlkommission sozusagen entlastet. Und mit der Entlastung durch den gewählten Notstandsrechtler erhält das Notstandsrecht Gesetzeskraft, und zwar regional in dem Ort. Wir werden dann gleich noch zeigen, wo diese Sache greifen tut. Wir haben einen sehr lustigen Artikel im Fokus, kommt dann gleich im Anschluss. So, jetzt machen wir hier weiter. Was ist jetzt hier als nächstes? Moment, ich muss mal hier gucken, also weiter drücken. Ja, und wenn man jetzt, ach so, Moment, ich muss das noch erklären. Wenn man jetzt unten auf den Link geht, wo der Artikel herkommt, na, da kommt als nächstes, da sehen wir, also das ist der
die WordPress-Seite von der staatlichen Selbstverwaltung. Da sagt man sich, wo kommt denn das her? Da hat man doch schon immer Ärger. Haben sie Leute in die staatliche Selbstverwaltung geschickt nach UN-Resolution, die ist überhaupt nicht ratifiziert, und sich Hilfe zu erwarten von der Feinstaatenorganisation. Also die UN ist die Feinstaatenorganisation gegen das Deutsche Kaiserreich. Und wer da der Meinung ist, dass er zum Feind drüber läuft, dem um Hilfe bittet und dass der dann hilft, die staatliche Souveränität wieder zu erlangen, der hat einen Lattenschuss. Deswegen habe ich die Bilderreihe auch Lattenschuss, Freistaat, Bundesstaat Sachsen genannt. Also wir brauchen den Bundesstaat Sachsen, aber ohne Freistaat. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt kommen wir nämlich langsam dahinter, was hier wirklich los ist. Notverordnung nach UCC Handelsrecht, Bundesstaat Sachsen erlässt Notverordnung. Wie kann denn eine Notregierung eine handelsrechtliche Haftung mit UCC in Verbindung bringen? Also erstmal, Verordnung kann nur ein gewählter Verweser machen. Ein Verweser haben sie nicht gewählt, weil dann hätte ich mitwählen müssen. Ich hätte eine Wahlbenachrichtigung kriegen müssen. Also mindestens, wenn sie hier gegründet wäre. Wenn, können sie das in ihrem Ort gemacht haben oder in ihrem kleinen Dings, das kann ja sein, aber dann können die nicht für Sachsen sprechen. Also wenn, muss in meinem Briefkasten eine Wahleinladung. Und zunächst, dass ich erstmal wählen kann, müssen wir erstmal eine Wahlkommission haben. Und statt dass die Leute mal auf mich zukommen und sagen, los, lasst uns hier in Sachsen eine Wahlkommission gründen, dann machen die solchen Rotz. Weil die, wahrscheinlich ist das jetzt eine neue Sache, ne? Die haben jetzt also zu mir kam nachmittags, ich habe jetzt hier vom Bundesstaat, Freistaat Sachsen hier, die haben mir hier geholfen und alles vorbereitet. Dann habe ich mir das ganze Zeug mal angeguckt und habe gemerkt, dass sie die voll ins Kraut laufen lassen haben. Und dann stand sie alleine vor der drohenden Gerichtsverhandlung und blieben dann alleine gelassen. So, ich war dann durch Empfehlung in die Sache reingekommen, hatte mir dann, sind wir erstmal aufs Meldeamt, haben die schnelle Abmeldung gemacht, da ist auch das Schreiben entstanden und wir hatten nur wenige Stunden Zeit, den Schriftsatz vorzubereiten, damit wir dann bei Gericht dort aufschlagen können. So, wir können natürlich dort auch nicht den Reichsbürger raushängen lassen, wir sind ja auch keine Reichsbürger, wer das immer noch nicht vergessen hat, nochmal die Videos zurückrollen und sich das nochmal reinziehen. Wir sind, wenn, Staatsangehörige, und zwar Bundesstaat Sachsen, Königreich Sachsen, das ist ein Bundesstaat, so ist es richtig. Also es kann im Ausweis stehen, Sachsen oder Königreich Sachsen, aber Freistaat darf nicht stehen und auch nicht Deutsch. So, das müssen die erstmal begreifen. So, dann waren wir dorthin und die erste Konfrontation mit dem entschärften Schreiben, also dem Vorgänger dessen, was ich jetzt hochgeladen habe, wiki.dhnw.net, Dora, Nordpol Heinrich Wilhelm.net. Ne? In dem Wiki dort beim Musterschreiben reingehen und dort könnt ihr da das rausziehen. Ja, und jetzt ist natürlich so: Jetzt kommt natürlich die ganzen Sachen bei dem Richter alle an, also hier mit Bundesstaat, Freistaat Sachsen, und da geht bei denen sofort hier die rote Lampe an. Achtung, die Reichsbürger fliegen ein. So, und ich war auf die Situation gefasst und habe versucht, sagen wir mal, eine Schadensbegrenzung zu machen. Ich meine, wenn eine Rechnung ansteht wegen Abwasserzweckverband und wer da überall dahinter steckt, da ging es im Prinzip um die sogenannten Smart Meter. Also die haben jetzt sozusagen eine Verfügung gemacht, eher in Sachsen überall, dass sie sehr große Smart Meter einbauen mit einem riesengroßen Durchlass sozusagen. Also obwohl zwei Leute in der Wohnung oder in dem Haus leben, wird ein Smart Meter eingebaut, was von 2 bis 30 geht. So, dann ist die Prüfvorschrift, die die EU erlassen hat, aber so, dass dort Wassermengen gemessen werden, die überhaupt nicht zustande kommen. Also das geht dann los von einmaliger Entnahme, der untere Level von 1 bis 10 Liter, dann wo 1 bis 20, 1 bis 50, 1 bis 100. Und dann machen die sozusagen 4 Messungen und ermitteln dann den Fehler. So, und in dem Messprotokoll hat sich in dem unteren Bereich überall ein Fehler angesammelt, außer in dem ganz hohen. Man muss sich überlegen, was ist denn dann mit dem Bereich, wenn ich bloß mal einen halben Liter oder einen Liter rausnehme? Was ist da los? Und das ist genau der Punkt. In diesem Bereich entsteht ein riesengroßer Fehler, weil der Zähler für diesen riesen Wasserverbrauch einfach viel zu groß ist. Ja? Der normale Haushalt nimmt ja nicht mit einem Schlag 10 Liter oder wie in einem Hotel, wo also ständig Wasser fließt, na? Sondern es wird Wasser entnommen und dann läuft der Zähler durch den Nachlaufen, die Trägheit von diesem Rädel nach. Das heißt, ihr entnehmt 1 Liter und der Zähler zählt 1,5. Das kommt ungefähr raus nach meinen Schätzungen, weil das Ding eine ganze Weile nachläuft. Und dann kommt er zum Stehen. Dann nimmt er wieder, dreht er wieder Wasser aus und dreht das Ding wieder nach.
So, weil eben der Durchschuss zu groß ist. So, bei einem kleineren Zähler, also der, sagen wir mal, im oberen Bereich plus bis 10 Nutzer an der Wasserleitung wäre, würde das vielleicht korrekt gemessen. Und da wäre nur noch, wenn ihr einen Zahnputzbecher füllt, dort der Messfehler 50%. Verstanden? Gut. Genau um diese Sache ging es. So, die Forderung ja, des Abwasserzweckverbandes war eben, dass die Rechnung eben bezahlt wird, obwohl eben das Messprotokoll und die Messvorschrift eben nicht korrekt ausgeführt wurden. Da kann man natürlich im Vorgang, der bei 2014 liegt, 2016 nicht mehr unbedingt retten. Das heißt, wir konnten dort nur eine Schadensbegrenzung machen, wir haben aber einen guten Vergleich erreicht. Also das heißt, die Rechnung wurde sozusagen in Teilzahlung abgezahlt. Mit der Option, wenn sich herausstellt, dass das Messverfahren bzw. auch der Zähler zu groß ist oder dass also gar nicht so viel Wasser verbraucht worden ist, sondern eben nur durch den Nachlauf, dann soll dort eine neue Nachverrechnung und eventuell eine Erstattung erfolgen. Und ich finde das ein Riesenerfolg. Und wären wir jetzt sozusagen auf stur gegangen und hätten jetzt uns auf die Sache der staatlichen Selbstverwaltung im Bundesstaat Freistaat Sachsen eingelassen, wären Kosten von mehreren tausend Euro entstanden, weil dann ein Hauptverfahren zustande kommt mit Haufen Prozesskosten und Gutachterkosten und da ist man also jenseits der 3000 Euro. Und wir haben das also auf einen geringen Bruchteil sozusagen wegfangen können. Schaden entsteht natürlich, weil die Gegenpartei natürlich die Anwaltskosten geltend machen kann. Und ich bleibe natürlich hier auf meinem Lohnausfall, was auch immer, sitzen, weil ich kann es natürlich nicht geltend machen. Ich habe bloß in der Not geholfen. Aber wenn jetzt 1000 Leute durch solchen Mist in Gerichtsverfahren reingezogen werden, dann kann ich das nicht mehr handeln. Deswegen mache ich das Video und warne vor diesem Dreck. So, habt ihr das verstanden? Wir haben also vor Gericht. Haben uns vor Gericht nicht gesetzt. Also wir haben keine offizielle Einlassung gemacht. Das mache ich aber trotzdem. Also ich setze mich grundsätzlich wenn ich als rechtlicher Beistander dabei bin, kann ich auch nur, weil wenn der Haupt, ja, sagen wir mal, die Beklagte sozusagen mich dann dazu holt. Ja, der Richter wollte mich auch nicht sprechen lassen, aber der hat sofort geblickt, dass ich nicht zu dem Haufen Freistaat Bundesstaat Sachsen gehören kann, weil irgendwie habe ich mich aufs Grundgesetz berufen und auf den Rechtsstaat und auf die Menschenrechtskonvention und ich hatte auch einen anderen Schriftsatz eingereicht und da hat also geblickt, dass ich wahrscheinlich nicht ganz so am Rad drehe. So, und da hat er mich dann auch zugelassen und ich habe dann natürlich dann versucht, das, was der Richter ihr angesagt hat, erstmal in das einfache Deutsch zu übersetzen und ihr das verständlich zu machen, was hier wirklich los ist. Dann hat sie, war so ein bisschen unsicher, weil sie eben auch nicht wusste, wo ich einzuordnen bin, hat das aber dann verstanden und war dann am Ende froh, dass es alles gut ausgegangen ist noch. Es kommt dann irgendwann mal noch in einem Nebenverfahren dann nochmal ich sage mal, zu einer Hauptverhandlung. Aber da geht es dann nur noch um den Zähler, also um das Messverfahren. Und da ist dann sicherlich dann auch ein Anwalt dabei, da kann man mit dem dann reden und gucken, was man machen kann. Auf jeden Fall haben wir das Personalstatut noch vor der Verhandlung gelöscht, eben durch das Fax und können also die Schlimmste noch verhindern. Das ist erstmal nur, weil ich versprochen hatte, ich erzähle euch dann noch, was rausgekommen ist. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. So, also UCC, was ist UCC? UCC ist Handelsrecht, das ist also eine Geschichte von Rothschild. Also Rothschild möchte gerne die Bundesstaaten der Bundesrepublik, Österreich, Ungarn, Tschechei, Polen, alles einsammeln und als sein privates Land. Also dasselbe machen, was in Israel auch passiert hat. Also das ganze Land Israel durch einen schmutzigen Deal in England im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg unter seine Kontrolle gebracht. Das, was wir heute als Staat Israel haben, ist nicht das Israel der Bibel, also das, worauf die Verheißung liegt, sondern es ist die Besetzung dafür. Die Besatzung. Deswegen auch das satanische Symbol, also das Hexagramm. Das ist also satanisch, das hat also überhaupt keinen biblischen Bezug. Wenn, müsste die Staatsflagge von Israel die Bundeslade sein. Dann würde man erkennen, oh ja, die treten in ihre, wie sagt man so schön, Bestimmung ein, also Hüter der Bundeslade zu sein, aber die Bundeslade, wissen wir ja, die ist entweder weggeschafft oder abgebrannt worden, weil sie aus Zedernholz bestand, was außen mit Gold beschichtet war. Und das natürlich in der Kombination der Besonderheiten des Zedernholz ordentliche elektrische Schläge ausgeteilt hat, wenn der einer angefasst hat. So, gut, anderes Thema machen wir andermal. Mit Zedern kann man ja auch noch eine ganze Menge tun. UCC, Handelsrecht, ist also hier unsere Bodenrechte, unser Eigentum, also wem gehört sein Auto, C4C, müsst ihr mal googeln. Also noch weiter zu steigern, die Bodenrechte zu stehlen, uns aus dem Land zu jagen. Also die Bundesregierung hat zum Beispiel mit Algerien und Libyen Bevölkerungsabtausch
Austauschabkommen, also das heißt Libyen und Algerien hier hoch und wir dort runter und dort als ja, Gefangene oder Kriegsgefangene dort arbeiten müssen, so wie sie sich das vorgestellt haben. Also das ist ein richtiger Hochverrat, der hier läuft. Wer dann noch zu Hause bleibt, Montag zur Demo und mit Schwarz oder mit Schwarz-Rot-Gold noch zur Demo rennt, um das noch zu verschlimmern, dem kann ich nicht mehr helfen. Nehmt eure Bundesstaatenflagge und geht vor die Meldeamte und demonstriert, wir wollen die Bundesstaaten zurück. Und dann dauert es nur eine Demo, da muss ich nur eine Demo machen, wir wollen die Bundesstaaten zurück und zwar vor dem jeweiligen Meldeamt und dann ist Ruhe. Ganz einfach. Dann ist die Forderung in der Presse, da ist Russia Today dabei, dann ist das Ding gelaufen. Also wenn ich zum Beispiel Dresden hier Montag Demo mache, dann machen wir die Demo eben mal vor dem Meldeamt und fordern die Bundesstaaten. Und dann fällt der ganze Rotz zusammen, weil das alles nur Betrug und Lug ist. Also Lug und Betrug. Ja, genau. Ja, also die Leute im Prinzip verklappst mit Freistaat. Der eigentliche Staat ist der Bundesstaat Königreich Sachsen, der besteht immer noch, auch wenn er nicht handlungsfähig ist. Handlungsfähig wird er durch die Verweserwahl. Nur dadurch. Wir brauchen Friedensvertrag, brauchen wir nicht, weil wir haben einen Friedensvertrag. Zumindest Mitteldeutschland und Ostdeutschland hat den bereits. So, die Westalliierten, also ich habe ja immer wieder gefragt, ist denn das nur für Mitteldeutschland? Nee, es ist auch für Westdeutschland, aber müsste dann durch dann einen Beitritt erklären. Also das, was jetzt Bayern und Hessen vorhat, sich mit Österreich zusammen zu tun. Warum es nicht funktioniert, erkläre ich kleiner. Ich mache erstmal jetzt die Sache fertig. So, jetzt ist hier dieses Logo. Da kann man sich vorstellen, das ist doch nicht das Bundesstaatenlogo von Sachsen. Hier sind also hin und drüben so ein Löwe oder was das sein soll, in der Mitte dieses komische sächsische Ding. Das ist der Freistaat, das ist also die Täuschung. So, na, und wenn man jetzt das zum Beispiel eingibt, Bundesstaat, Freistaat Sachsen bei Google kommt natürlich nur der Fake. Das ist überall Freistaatenflagge, das ist niemals die Bundesstaatenflagge. Ja? So, das ist also hier schon eine bewusste Irreführung. Die nächste Geschichte passiert, wenn man das bei Amazon macht. Also auch hier, Bundesstaat Sachsen-Flagge eintippt, da kommt nur Schwachsinn. Also was überhaupt nicht hier, die Freistaaten Sachsen, das hat überhaupt damit was nichts zu tun. So, hier nochmal zur Gegenüberstellung. Das ist die Bundesstaatenflagge, das sind die Fakes. Ja? Hier. So, wenn man jetzt das anders eingibt, also wenn man zum Beispiel jetzt Königreich Sachsen-Flagge, da kommt erstmal hier die richtige, hier vom Flaggenfritze. So, ne? Und wenn man das hier macht, da sieht man auch, dass der richtig Ahnung hat. Der hat nämlich auch die Sachsen, vom Kaiserreichen Preußen. Ja. Das ist die richtige und das ist auch die richtige. So, und die anderen müsst ihr euch einfach mal raussuchen. Ja? Alles klar, gut. Was haben wir noch Lustiges? Nochmal zurückblättern. Ja, das machen wir. Ach ja. Ja, und jetzt ist das natürlich bei Facebook aufgetaucht, dass angeblich hier Fokusartikel, Fokus Online, dass Bayern und Hessen sich an die Schweiz angliedern wollen. Da muss man sich überlegen, was geht denn da? Was ist denn das für eine böse Falle? Also die Leute würden natürlich, weil sie merken, die Leute haben inzwischen gerissen, dass die Bundesrepublik nicht der Staat ist, sondern dass die Bundesstaaten der Staat ist. So, aber. Problem ist jetzt an Hessen und Bayern, die sind ja noch unter alliierter Besatzung. Das heißt, dort wirkt der Friedensvertrag von Brest-Litowsk nicht. Was sie machen müssten, die müssten Bayern und Hessen erstmal den Bundesstaat herstellen. Ja? Das heißt also den gleichen Weg gehen wie wir auch, mit einer Verweserwahl, einen für Bayern, einen für Sachsen und eine Verfassungswahl machen. Und zwar erstmal um den ursprünglichen kaiserlichen Bundesstaat wiederherzustellen. Das muss passieren, die müssen in den Rechtsstand vom 28.10.1918 erstmal zurück. Und in diesem Rechtsstand, dort muss die Verfassung gewählt werden und dann kann der neue Verweser den Anschluss an die Schweiz bestimmen. Nur so funktioniert es. Andersrum fällt ihr um, weil der Friedensvertrag fordert, dass die Bundesstaaten mit dem Rechtsstand vom 28.10.1918 zurückgegeben werden müssen. Weder davor noch danach, sondern genau an der Stelle, wo der Putsch gegen den Kaiser passiert ist. Ohne Freistaat, ohne Bundesrepublik. So. Und dass das Seehofer nicht kann und nicht darf, ist natürlich schwierig. Erstens mal weiß ich nicht so richtig, ob er nicht bei Bilderberger oder wie auch immer das Ziel hat, die Leute zu verheizen und dann sozusagen, na, ja, sind sie wieder alle in die Bundesstaatensache reingestolpert und haben gar keine Ahnung und haben hier einen Haufen Aufwand und Geld verbraten. Und ja, und dann wird die eigentlich gute Sache, den Bundesstaat zurückzubringen, in Verruf gebracht. Und das ist der eigentliche Schaden, der ansteht, weil die Leute damit verheizt werden. Wenn Seehofer hier eine Lösung will, das ist ganz einfach, dann muss er nur einfach eine Verweserwahl machen. Und zwar darf er dann nur
muss er erstmal feststellen, wer hat denn nach Rostock die Staatsangehörigkeit nach Rostock. Und dann muss er die Leute, die sechsen, männlichen Wahlberechtigten nach Rostock über 26 Jahre aussortieren und getrennt zählen. Und die anderen kann er ja auch mit wählen lassen, aber nur die Gruppe darf letztlich den Verweser wählen. So, die anderen können, was weiß ich noch, andere Richter, was auch immer, bestimmen. Nee, eigentlich ohne. Nee. Die können sie nur statistische Zwecke machen, weil die dürfen auch nicht die Richter wählen. Nur die männlichen Wahlberechtigten dürfen sozusagen dort an der Wahl so teilnehmen, dass der Verweser entsteht. Und der Verweser muss dann die Richter und so weiter vorschlagen und nochmal wählen lassen. So, nur so funktioniert es. Der Verweser könnte natürlich das Wahlverfahren ändern und dann aussagen, dass Frauen und so weiter reinkommen. Ihr wisst also, warum Rot-Grün so gepusht wird. Ja, die bunte Republik, um nämlich zu verhindern, dass die Wahl der männlichen Rostock-Wahlberechtigten stattfinden kann. Die kommen dann immer, ja, die Frauen, die haben die Frauenrechte und die Frauenrechte und die Frauen und machen damit die Wahl ungültig. Das ist das Ziel von Rot-Grün. Und nur darum geht es und nur deswegen existiert die Partei. Ja, typische Pädophilen-Promotion, Homophilie und lauteres Zeug und unter allen Umständen die Verweserwahl verhindern, weil das ist im Prinzip der heiße Punkt. Dort, wo dann sagt, warm und kalt, das ist dann, was er das gefunden hat. Dort ist es also sozusagen, habt ihr das dann rausgefunden. Das ist das, was ich 37 Videos lang versucht habe, euch schrittweise nahezubringen. So, das heißt, die Sache funktioniert, wenn man es richtig angeht. Und sie funktioniert, wenn erstmal der Bundesstaat hergestellt wird und der Bundesstaat dann zum Beispiel den Schweizer Franken als Zahlungsmittel einführt. Das könnte Bayern innerhalb von wenigen Wochen machen. Eine notstandsrechtliche Wahl kann man innerhalb von 14 Tagen durchziehen, wenn wir dann alle gültigen Dokumente hätten. So, deswegen muss man erst die Wahlkommission gründen. Also Bayern und Hessen, Sachsen, Thüringen und so weiter, die sind alle so weit und fit, dass sie das hinkriegen würden. So, im Norden, um Brandenburg, ganz schwierig, ja, weil die noch nicht aufgewacht sind. Auch Berlin. Also wenn Berlin eine Verweserwahl machen würde, wäre sofort für überall Schluss. Weil dort im Prinzip die Hauptstadt ist und wenn in der Hauptstadt, was in der Hauptstadt beschlossen wird, gibt es im ganzen Land. Also Berlin ist die ganze heiße Geschichte. Gut, das glaube ich jetzt aber nicht. So, also, Zahlungsmittel darf dann der Verweser ändern und dann können die einen Staatenbund machen. Macht natürlich Sinn, dass man dann Österreich-Ungarn mit zusammenholt. Also Österreich-Ungarn für sich und das Deutsche Kaiserreich für sich. Und dann müssen die Staaten erstmal arbeiten. Also man muss ja überlegen, dass bei so einer Umstellung natürlich helfen Schadenersatzforderungen und Steuerausfälle passieren, weil ja die Leute, die uns das Unheil uns eingebrockt haben, natürlich alle nicht zahlungsfähig sind. Die grünen und rot-grünen Politiker, die diesen Masseneinwanderung beschlossen haben, die sind ja alle nicht zahlungsfähig. Die kann man ja alle gar nicht, die, so lange können die gar nicht leben, um das abzuarbeiten. So, und das ist eben das Problem. Und das muss man zunächst schrittweise machen. Und deswegen sage ich immer, man kann die Schritte in der Reihenfolge nicht austauschen. Erst muss die Wahlkommission stehen und da werden wir dann in der ersten Februarwoche die Zusammenkünfte haben und die Leute erstmal zu schulen, was hier los ist in dem Land und wie man den Verfassungsnotstand heilen kann. Und ihr habt den Schutz durch die Europäische Menschenrechtskonvention, die habe ich auch schon mal zitiert, dass ihr das dürft. Ja, auch die Bundesregierung muss euch unterstützen. Wir hatten jetzt einen Fall, dass mich jetzt einer kontaktiert hat, der hat jetzt in Leipzig versucht, die Siegel rauszufinden, die 1918 da sind. Und da wird es angeblich in dem Stadtarchiv von Leipzig keine gültigen Siegel geben. Da geht bei mir doch sofort die Alarmlampe an. Die haben keine Dokumente im Stadtarchiv, was die Siegel von 1918 zeigt. Was ist denn das für eine Sauerei? Da würde ich mal sagen, dass der Legi da einfach mal ordentlich nachbrennen müsste. Also, ihr habt das Stichwort gefunden, findet raus, welches Siegel für die Stadt Leipzig 1918 am 28.10.1918 gegolten hat. Und das sage ich auch Leipzig, sage ich Dresden, hier Chemnitz, Grünau und so weiter, die alle kreisfrei sind, findet raus, welches Siegel gültig ist. Und möglichst hoch auflösen, dass das sozusagen ein Graveur sozusagen nachmachen könnte, ne, das Siegel. Und dann muss dann aber außenrum, weil er dürfte ja das eigentliche Siegel der Gemeinde dürfte verwenden, aber ihr müsst ja mal außenrum reden machen, staatliche Wahlkommission. Ne? Weil es ist ein neues Symbol, weil ja nur der Verweser selber durfte den inneren Kern alleine nutzen. Also es muss klar sein, dass ihr im Notstandsrecht des Verwesers handelt, aber als Wahlkommission. Nur die Wahlkommission darf es nutzen. Die Gemeindeverwaltung dürfte das Siegel nämlich gar nicht nutzen. Weil sie müsste erstmal ordentlich gewählt werden. Oder müsste die Notstandsregierung nach dem kaiserlichen Notstandsrecht erklären. Da muss ein Bürgermeister Mut haben, aber es geht. Rechtlich geht das. Also er kann nur notstandsrechtliche Anordnung machen, dass er in den Rechtsstand vom 28.10.1918
1918 eintreten will. Aber da muss er sich strikt an die Gesetze halten. Da darf er kein Bundesrecht, kein Kommunalrecht, nichts mehr machen. Er darf dann nur noch dieses kaiserliche Notstandsrecht machen, um die Wahl, eine Verweserwahl zu organisieren. So, und auf diesen heißen Stuhl muss er sich natürlich setzen. So, und dann muss er natürlich von der Bevölkerung abgefüttert werden, weil er nämlich in dem Moment vom Kreis überhaupt nicht mehr bezahlt werden kann. So, und das ist nämlich dann, wenn die, ob die Leute in seinem Ort ihm dann sozusagen mit Nahrungsmitteln und mit Mietzuschüssen, dass er seine Wohnung halten kann, über Wasser halten. Und das über 2 Jahre. Zwei Jahre muss es laufen. So, das ist nämlich die große Herausforderung. Wer ist dafür verantwortlich? Wer geht so weit? Ich würde so weit gehen. Ich würde hier in Grünau das machen, kein Problem. Auch in Chemnitz. Aber ich könnte es mir nicht woanders vorstellen, weil ich einfach mich tot fahren würde. Immer hin und her, das würde ich nicht schaffen. Es muss was Regionales sein. So, habt ihr es verstanden? Also ihr habt eure Aufgabe, findet die Siegel raus und tut diesen Dreck hier mit Vorsicht genießen. Und sagt was weg, was Freistaat, Bundesstaat Sachsen, das ist also eine unheilige Geschichte. Alles klar? Dann tschüss erstmal.